Einfach nur großartig. Schreckliche Kleidung. Ich habe mich kurz umgesehen. Es gibt eine Tür ins Innere des Schlosses, die nicht schwer bewacht wird. Da kommt doch bestimmt noch ein Aber. Ich kann sie nicht öffnen. Und glaubt mir, ich habe es versucht. Ich habe mir an dieser dämlichen Tür einen Satz ausgezeichneter Dietriche verbogen. Eine der Wachen des Herzogs muss den Schlüssel bei sich haben. Sie würden sich ja wohl nicht selbst aus dem Schloss aussperren. Hoffe ich zumindest. Das würde zumindest einiges erklären. Warum sollte die Feier denn sonst im Garten stattfinden? Ich wette, irgendjemand versucht gerade ein Fenster aufzubrechen. Eigentlich könnte ich das ja übernehmen. Vorerst sollten wir aber doch lieber nach jemandem suchen, der einen Schlüssel besitzt. Gut, dann teilen wir uns auf. So können wir einen größeren Bereich absuchen. Gut. Such nach einem anderen Eingang. Talis und ich suchen nach dem Schlüssel. Der Rest erkundet in der Zwischenzeit das Schloss nach einem anderen Zugang. Kommt schon. Mal sehen, was wir rausfinden können. Euer Gnaden, dies ist wirklich das Ereignis der Saison. Ihr habt euch diesmal wirklich selbst übertroffen, Prosper. Ach, die Akzente sind so toll. Endlich, der Held der Jagd. Der Champion von Cogwall hat heute den Ruhm der ersten Tötung errungen. Den Wyvern in seinem eigenen Revier zu jagen, heißt, das Schicksal herauszufordern. Es ist ein schreckliches Risiko. Doch der Preis. Ich überreiche euch diesen Gürtel aus feinster Wyvernhaut. Tragt ihn mit Würde und genießt die Anerkennung, die euch zusteht. Sollte irgendjemand meine heldenhaften Taten preisen wollen, bitte. Gut gesprochen. Beachtet Leopold überhaupt nicht. Mein Haustier ist vor dem Essen immer so reizbar. Kann er auch Kunststückchen? Kann Leopold auch apportieren? Oder sich totstellen? Du meine Güte, nein. Er scheint es eher für unsere Pflicht zu halten, ihn zu amüsieren. Meine Freunde, ich heiße euch alle offiziell auf Chateauen willkommen. Genießt diese Kostprobe orlesianischer Gastfreundschaft. Großartig. Karriere. Bitte zurück! Ach, du kannst auch sprechen. Euch zu mögen, Werter Horvath. Weniger freundlich. Warum besteht die Comtesse darauf, ihre Töchter aus dem Haus zu lassen? In die Öffentlichkeit, wo die Leute sie hören können. Schöner Bürger. So wie denn hier? Caprice? Das sieht nicht nach einem echten Goldsalon aus. Ist es auch nicht. Das ist ein Caprice. Meine Mutter hatte einen ganzen Satz davon, als ich noch klein war. Man sammelt sie von allen ein, die man kennt. Dann wirft man sie in den Brunnen und wünscht sich etwas. Es ist ein Spiel der orlesianischen Oberschicht. So wie hier alle aussehen, glaube ich kaum, dass irgendjemand in der Stimmung für Wünsche ist. Noch doch, bestimmt. Was haben wir denn hier? Wache! Stimmt etwas nicht? Ich hatte auf eine Führung gehofft. Ich bin weit gereist, um das legendäre Chateau Anne zu besuchen. Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich abreisen müsste, ohne den Innenbereich gesehen zu haben. Ich habe gehört, auf das Musikzimmer sei ganz Orléans neidisch. Und der, Fußboden im Ballsaal soll in ganz Thay das einmalig sein. Es wäre mein Tod, wenn ich diese Schätze nicht mit eigenen Augen sehen könnte. Wir können nicht zulassen, dass unsere Gäste dahin scheiden. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr eine Führung erhaltet. Lass mich das erledigen. Sobald ich den Schlüssel habe, geben wir den anderen ein Zeichen. Du meine Güte, welch gewaltiges Schwert ihr doch habt. Erhält jeder Chevalier so ein? Es ist so beeindruckend. Eine reizende Feier. Also? Er hat ihn nicht. Was? Er hatte vergessen, dass er den Schlüssel einer der Dienerinnen gegeben hat. Was für eine Wache vergisst denn, dass er sich selbst aus dem Schloss ausgesperrt hat? Ein weiterer Grund zu feiern. Wir gehen einfach da raus und mischen uns unter die Leute, bis wir einen Weg hineinfinden. Oder so mit Kaviar und Wein vollgestopft sind, dass wir einschlafen. Richtig, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es kann immer noch funktionieren.
Dann lasst uns nach dieser Dienerin suchen. Wie viele kann es hier schon geben? Eine für jede Käseplatte? Ich versuche übrigens optimistisch zu bleiben. Gabriel. Ihr habt euch gut geschlagen, Sir. Vielleicht steckt ja doch ein Jäger in euch. Vielleicht. Tegan, was machst du denn hier? Champion, es ist schön, euch wiederzusehen. Ihr erinnert euch sicherlich nicht mehr an mich. Wir sind uns während König Alistairs Reise nach Kirkwall begegnet. Ich bin Ben Tegan Garin. Wie könnte ich denn das vergessen? Denkt ihr, ich mische mich häufig in Angelegenheiten zwischen Meredith und fremden Staatsoberhäuptern ein? Moment mal, eigentlich schon. Ja, das ist ziemlich normal für mich. Ihr erinnert mich stark an jemanden, den ich einst kannte. Wer ist dieser Mann, Tegan? Ich bitte um Verzeihung. Isolde, dies ist der Champion von Kirkwall. Hawk, bitte erlaubt mir euch, Alessa Isolde vorzustellen. Tegan, ich muss mit dir auf der Stelle über die schrecklichen Dinge reden, die Dulcie de Lancey gesagt hat. Ich... Das ist schon wieder. Aber natürlich. Bitte entschuldigt mich, Mr. Hawk. Du kannst mich ja nicht einfach so stehen lassen. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Falls ihr mit Ben Perrin reden solltet, rate ich euch, das Thema Kirche zu meiden. Ebenso wie Unterkleider. Tegan, du bist so verrückt. Du kannst doch nicht einfach so mit Isolde reden. Das ist doch einfach offensichtlich eine Falle. Das könnte unangenehm werden. Ach, Mann. Liliana, was machst du denn hier? Schwester Nightingale? Champion, es ist schön, euch unter weniger unangenehmen Umständen wiederzusehen. Ich... Talis? Liliana, es ist so schön, euch wiederzusehen. Ihr seht heute Abend atemberaubend aus. Und eure Frisur ist zauberhaft. Habt ihr sie euch selbst gemacht? Ihr beide kennt euch? Ich habe irgendwie den Eindruck, ihr kennt euch. Ach, nur flüchtig. Es ist lange her. Man trifft in Orlais die unterschiedlichsten Leute. Das hält das Leben aufregend. Stimmt etwas nicht? Ich habe das Gefühl, hier liegt Ärger in der Luft. Aber nein, überhaupt nicht. Alles ist bestens. Wie kommt ihr darauf, dass es nicht so sein könnte? Wir sollten eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Liliana. Es gibt bestimmt noch andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. In diesem Augenblick. Irgendwas stimmt da nicht. Liliana? Diese Schuhe sind wirklich hübsch. Dankeschön. Mutter hat diese Münzen geliebt, aber sie hatte nie die Möglichkeit, ihre zum Brunnen zu bringen. Und wieso nicht? Man wird nun mal nicht auf schicke orlesianische Feiern eingeladen, wenn man einen Abtrünnigen heiratet. Und auch nicht mehr, wenn man stirbt. Noch ein Caprice. Wie viele davon es wohl geben mag. Du hast auch sehr schöne Schuhe, Liliana. Diese Schuhe sind wirklich hübsch. Ja. Trostes Bran? Champion. Auch irgendwo, ja. Welch eine Überraschung. Ja, Trostes, mein Lieber. Wollt ihr mich eurem bezaubernden Freund nicht vorstellen? Das ist das eine alte Schachtel. Das ist Sarah Hawk. Das ist irgendwie unangenehm. Also könnten wir uns vielleicht über etwas anderes unterhalten? Die Häppchen sind interessant, nicht wahr? Und alle hier sind so vornehm. Welch scharfsinnige Feststellung. Wir sollten weiter. Es gibt noch so viele Leute, denen wir Hallo sagen müssen. Es war mir eine Freude, euch alle kennengelernt zu haben. Besucht mich mal wieder. Was ist das denn für ein... Ist das nicht eine aus der... Aus der Rose? Für Otterschola? Ach, da ist er ja. Ach, wie bedauerlich. Weiteres Wissen ist verloren. Ja, ich hab's leider nicht geschafft. Quartiermeister. Es ist eine großartige Feier, da bin ich mir sicher. Ach, du bist eine Frau. Tut mir leid, Quartiermeisterin. Ich frage mich manchmal, ob wir uns vielleicht im Krieg mit uns selbst befinden. Und meinetwegen so oft wie nur möglich, Schätzchen. Lady Elegant, was macht ihr denn hier? Ich hätte nie gedacht, dass ihr tatsächlich hier sein würdet, Champion. Ach, mein Plan funktioniert. Ich hatte gehofft, dass es die Leute schockiert. Es ist Teil meines Planes, der Adelige in Thedas zu werden, über den am meisten getratscht wird. Wenn ihr mich fragt, wird euer Plan aufgehen. Wie findet ihr die Feier bisher? Oh, joa. Das geht so. Sollte ich irgendjemanden Bestimmtes kennenlernen? Irgendwelche Empfehlungen, mit wem ich mich unterhalten sollte? Der Edelmann dort drüben ist Ben Tegan aus Ferelden.
der jüngere Bruder des Arzts von Radcliffe. Und natürlich wäre da noch Lord Cyril, Herzog Prospers Sohn. Oh, der Sohn. Wen sollte ich denn eigentlich aus dem Weg gehen? Wir sind die Schlimmsten von allen. Seht ihr die beiden jungen Damen dort drüben? Das sind Babette und Fifi de Lancey, die Töchter des Comte de Lancey. Nehmt ja keinen Blickkontakt auf. Ihr werdet mir für diesen Rat noch dankbar sein. Es ist äußerst beeindruckend, wie ein Schwarm Haie. Ich habe das Gefühl, alle sind kurz davor, sich gegenseitig in Stücke zu reißen. Kommt auf keinen Fall zwischen die Comtesse de Lancey und den Wein, sonst erleben wir mit Sicherheit ein Blutvergießen. Wir sollten uns vielleicht noch etwas mehr unter die Leute mischen. Entschuldigt mich, Agent. Die Klappe. Es gibt so viel zu tun, so viele Häppchen zu essen. Ihr wisst ja, wie das ist. Ja. Ganz bestimmt. Comtesse de... Ja, irgendwie sowas. Champion! Ich kann euch gar nicht genug für eure Freundlichkeit meinem armen Emir gegenüber danken. Ach, das leider hat ihn das alles in eine äußerst verdrießliche Stimmung versetzt. Ich hoffe, er versucht nicht erneut zu fliehen. Die Templer, sie werden kein zweites Mal so verständnisvoll sein. Das waren sie beim ersten Mal auch nicht. Wirklich verständnisvoll waren sie auch beim letzten Mal nicht. Ihr wart ausgesprochen geduldig. Ich danke euch im Namen meiner gesamten Familie, Messer. Ja. Wieso kann ich nicht mit den komischen beiden Kühen reden? Schade. Brunnen, 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 Brunnen. Sonst kann ich hier mit niemandem reden. Elfendiener, Brunnen, Brunnen, Brunnen. Der Comtesse kann ich nicht reden. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen, Champion. Können wir auch mit dem Herzog reden? Die Jagd war atemberaubend, nicht wahr? Kann ich euch vielleicht für antivanische Oliven begeistern? Ich hätte auch Räucherschinken aus Anderfels. Es heißt, er schmecke nach Verzweiflung. Moment mal, tut er das wirklich? Wie kann Schinken denn nach Verzweiflung schmecken? Warum sollte ihn dann irgendjemand essen? So hat es der Lieferant gesagt. Die reden alle so. Dieser Wein besitzt eine Note Eiche und Frühling. Dieser Käse schmeckt nach Trauer. Ich bin schon voller Verzweiflung. Wer braucht denn noch mehr Verzweiflung in seinem Essen? Wofür soll das gut sein? Ich habe gehört, die Künstler schätzen es sehr. Wir könnten nicht vielleicht einen Blick in die Küche werfen, oder? Ich würde diese hoffnungslosen Speisen gern in all ihrer Pracht sehen. Ich weiß nicht. Ich sollte meinen Posten eigentlich nicht verlassen. Ach komm schon, das wird Spaß machen. Ja, welch skandalöse Atempause von den Oliven. Stellt euch nur vor, was die anderen Diener sagen werden. Die Dienstmädchen im oberen Stock werden so neidisch sein, wenn sie davon hören. Also dann, folgt mir. Exquisite. Ja, ich weiß. Sie behandeln uns wie Mobiliar. Es überrascht mich, dass sie nicht auch noch auf uns sitzen. Nehmt lieber nichts von dem Käse. Er ist grauenhaft. Habt ihr den Schlüssel? Ich bin sonst besser in so etwas. Oh, sie Gott. Hatte den Schlüssel auch nicht. So schwierig sollte das Ganze eigentlich nicht werden. Wo ist er? Und wer hat diesen verdammten Schlüssel dann? Die Dienerin sagte, sie habe ihn dem Sohn des Herzogs gegeben, Lord Cyril. Lasst uns nach ihm suchen und hoffen, dass er ihn nicht seinem Vater gegeben hat. Also, Lord Cyril... Das Gabriel? Ihr habt euch gut geschlagen, Sir. Vielleicht steckt ja doch ein Jäger in euch. Das ist euer Lord Cyril. Ausgezeichnet! Gesellt euch zu uns, Champion. Wir haben gerade über eure berühmte Auseinandersetzung mit dem Anführer der Kunari geredet. Ihr müsst uns davon erzählen. Es gab in Denerim über Monate kein anderes Gesprächsthema. Und ihr seid... Ihr wart noch nie auf Chateau Anne, oder? Bitte gestattet mir, euch diesen Caprice zu überreichen. Es ist ein alter Brauch. Meine Mutter hat oft von Leandra gesprochen. Sie waren enge Freundinnen, als sie noch jung waren. Es ist wirklich zu schade, dass keine von ihnen hier sein kann. Wo habt ihr denn diesmal eure Unterkleider, Perrin? Haltet den Mund, ihr bemalte Fuchtel! Was ist das denn? Welch unterhaltsame Manieren unsere Gäste doch an den Tag legen. Meint ihr nicht auch, Hawk?
Meine Freundin braucht eine Führung. Talis hier hat mir lauter faszinierende Fragen über den Garten gestellt, aber ich fürchte, ich kann sie ihr nicht beantworten. Ich schätze, ich kann diese Pflicht für meine Familie übernehmen und sie ein wenig herumführen. Ich finde ihn eigentlich ganz vernünftig. Ja, die Tapete ist wirklich wundervoll. Da muss ich euch zustimmen. Das, ich würde nicht... Ach, vergesst es. Dieses Wyvern-Blut hat es wirklich in sich, nicht wahr? Das ist eindeutig meine schlimmste Nacht aller Zeiten. Seid ihr nicht Lord Cyrils Typ? Vielleicht mag er einfach keine Elfen. Oder Frauen. So oder so seid ihr die Lösung. Er hat den Schlüssel. Holt ihn euch. Oh, bitte nicht. Was ist? Ihr seid am Zug, Hawk. Macht schon. Kann er nie irgendwas glatt laufen? Ich glaube, ich könnte jede Menge Zeit sparen, wenn ich von Anfang an davon ausgehe, dass ein Plan fehlschlägt. Er ist nicht fehlgeschlagen. Er stimmt nur nicht vollständig mit der Realität überein. Versucht einfach irgendwas. Dann viel Großartig. Glück dabei. Großartig. Danke. Großartig. Oder? Wie viel kann ich denn da reinwerfen? Quest aktualisiert. Der Wunschsprung. 4 Münzen wurden in den Wunschsprung geworfen. Wo kriege ich denn noch mehr her? Ich will noch mehr. Herzog Prospers Feiern sind einfach unvergleichlich. Wer hat Caprice-Dinger? Genießt euren Aufenthalt auf. Sind hier noch irgendwo welche? Chateau Hain. Da geht's nicht rein. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen. Es war so schön, euch wiederzusehen. Bitte, nehmt euch mit. Liliana? Was auch immer ihr tut, probiert auf keinen Fall den Käse aus Underfels. Wieso? Ich mag Verzweiflung. Ach, wie bedauerlich. Weiteres Wissen. Huch, Jagdbedarf. Ah, da können wir Sachen verkaufen. Perfekt. Da können wir eigentlich alles verkaufen, oder? Das soll das Problem übrigens auch lösen, wenn man alle Gegenstände aus dem DLC einfach verkauft. Mit dem DLC, also den Spielstand, das Spielstandproblem. Ah, so gut. Sag will ich der Elfin, dass ihre Entschuldigungen vergebens sind. Sie ist ja ganz hübsch, nehme ich an. Es gibt bestimmt Männer, die so etwas wie sie reizvoll finden. Ach, kein Kommentar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte noch nie ein nachtragendes Wesen, Monsieur. Bringt mir einfach ein Glas Wein und alles ist verziehen. Und? Habt ihr den Schlüssel? Nein. Aus irgendeinem Grund hole ich ihm jetzt etwas zu trinken. Oh, das ist perfekt. Ich habe ein Mittel, das wir ihm in den Wein geben können. Danach wird er wie ein Kind schlafen und wir können ihn nach dem Schlüssel durchsuchen. Will ich wissen, warum ihr ein Betäubungsmittel bei euch habt? Nein, vermutlich nicht. Hier, gebt Lord Cyril diesen Wein und versucht euch einfach normal zu verhalten. Du meinst, ich soll ihn in den Schädel einschlagen? Lord Cyril. Worte allein reichen nicht aus, um zum Ausdruck zu bringen, wie leid es mir tut, welch Ungemach euch meine Freundin bereitet hat. Ich bin von Natur aus ausgesprochen versöhnlich. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Bei Andraste. Der Wein steigt mir schon zu Kopfe. Ich fühle... starkes Betäubungsmittel. Ihr habt ihn. Sagt mir, dass ihr ihn habt. Natürlich. Habt ihr etwa daran gezweifelt? Gut. Dann können wir jetzt das Juwel holen und die Sache hinter uns bringen. Ihr habt es euch anders überlegt? Ihr klingt nicht sonderlich begeistert.
Dieser Moment hat einfach ziemlich lange auf sich warten lassen. Das ist alles. Ist euch dieses Juwel so wichtig? Ja, ich schätze schon. Ich will mit diesem Teil meines Lebens endlich abschließen. Seid ihr so begierig, mich zu verlassen? Ach. Wollen wir nicht noch etwas bleiben? So schnell schon? Ich habe gehört, sie tischen gleich die kandierte Nag auf. Das will ich unbedingt sehen. Da verpasst ihr nichts, glaubt mir. Sie schmeckt nach vergessenen Zielen. Ihr habt gerade all meine Hoffnungen und Träume zunichte gemacht. Lasst uns diese Tür suchen und reingehen. Ich will aber nicht. Manu, was sind die kandierte Nag? Das ist keine Nag. Das ist ein riesiger Eber. Wache? Verzeiht, Sir Wachmann, aber dürften wir euch um einen Moment eurer Zeit bitten? Ich stehe den werten Gästen des Herzogs jederzeit zur Verfügung. Ich muss es einfach machen. Ich bin gerade einem feraldischen Ban mit derselben Kleidung wie der meinen begegnet. Ich muss mich unverzüglich umziehen. Welch unglaubliche Demütigung, Sir. Seine Lordschaft darf keinesfalls in diesem Zustand gesehen werden. Es ist eine Frage von gesellschaftlichem Leben und Tod. Ich muss unverzüglich ins Schloss. Mir ist bewusst, von welch enormer Bedeutung diese Angelegenheit ist. Aber ich fürchte, es steht nicht in meiner Macht, euch zu helfen. Verdammt. Genießt die Feier. Der hält uns wahrscheinlich für total bescheuert. Ich auch. Oh, schrecklich. Wache. Kann ich euch helfen? Ich wurde von einer Biene gestochen. Ich glaube, es schwillt schon an. Beim Erbauer. Muss ich jetzt sterben? Die Schwellung ist beinahe so groß wie euer Kopf. Jetzt steht da nicht rum, Mann. Unternehmt etwas, bevor es zu spät ist. Wenn ich sterbe, dann sorgt dafür, dass die ganze Welt erfährt, dass es auf Chateau Anne geschah. Ich kann nichts für euch tun, Monsieur. Ich habe keinen Schlüssel für das Chateau. Nutzloser Bauer. Wegen ihm werden wir sterben. An einem Bienenstich. Bienenstich ist lecker. Ja, Isolde, ich werde ihm die Geschichte über die Untoten erzählen. Bitte entschuldigt mich, Sarah. Untote? Ja, Isolde, ich werde ihm die Geschichte über die Untoten erzählen. Bitte entschuldigt mich, Sarah. Die Jagd war atemberaubend. Nicht wahr? Ich glaube, wir würden uns noch nicht... Leopold, du hast einen riesigen Haufen gemacht. Schon wieder. Wo finden wir denn noch mehr solche komischen Dinger? Wahrscheinlich da drin, oder? Erledigt. Was im Namen des... Es gibt keinen Grund, warum ihr heute sterben solltet, mein Freund. Geht einfach weiter. Ihr habt uns nie gesehen. Diebe! Ihr hättet einfach weitergehen sollen. Warum seid ihr so betroffen? Er konnte nicht einfach weitergehen. Für eine Wache wäre das eine ziemlich schlechte Eigenschaft. Das weiß ich. Es ist ja nicht so, als könnte seine Familie jetzt sagen, wir dachten, er müsste nur Kekse backen. Es gibt andere Wege. Und nicht alle müssen zum selben Ziel führen. Doch genug davon. Wir sind wegen des Herzens hier. Ich würde es gerne in aller Stille erledigen und dabei so wenige Wachen wie möglich alarmieren. Was meint ihr? Ja, doch, ich stimme euch zu. Der Gedanke, mich von 2 Dutzend Wachen durch das Chateau jagen zu lassen, gefällt mir nicht. Wir machen es in aller Stille. Schön, dass ihr mir zustimmt. Gehen wir. Seltsame Frau. Tötet Leute einfach so, aber ist dann betroffen. Als ob sie nicht dran schuld wäre. Vielleicht nimmt sie sich so die Schuld, indem sie sagt, es ist eure Schuld, dass ihr gestorben seid. Aber... so funktioniert das Leben nicht. Kleines Mädchen sind Elfen immer so doof. Ich habe noch keinen klugen Elfen getroffen. Der ein Gefährte war. Keinen klugen Elfengefährten. So.